Hallo, ich möchte an dieser Stelle kurz berichten über eine für mich sehr bemerkenswerte Zusammenkunft. Das war unglaublich, wie er da bei den quersten Fragen aus dem Publikum sich in sich zum einen Geist durchgekämpft hat. Das hat man so richtig gesehen. Und dann diesen einen Geist dann auch im Raum hergestellt hat. Das kann man natürlich nur, wenn man diesen einen Geist auch in sich hat. An einem Ort, an dem ich tanzen gelernt habe. Klar, oder? Man muss ja als Mann auch mal eine Frau kennenlernen. Umgekehrt wird das auch so sein. Und das geschieht von Alters her immer wieder auch beim Tanzen oder beim Kennenlernen. Dann wird man früher oder später sicher auch einmal tanzen miteinander, auch um sich körperlich näher zu kommen und so weiter. Tanzen, dann aber auch in meiner Biografie ganz wichtig geworden über eine Methode, wie man eben sich selber von innen her auf eine ganz neue, aber gleichzeitig eben auch ganz ursprüngliche Art kennenlernen kann, wieder in Kontakt kommen kann mit dem einen Geist. Und weil wir, ich spreche jetzt von dieser Person hauptsächlich, die ich dort an diesem Ort, wo ich tanzen gelernt habe, vorgestern Kontakt habe aufnehmen dürfen, wir beide kennen diesen einen Geist und wir beide sind dem wissenschaftlichen Geist verpflichtet. Der wissenschaftliche Geist ist dann noch nicht der eine Geist, weil es gibt dann auch den sozialen Geist zum Beispiel. Und diese beiden Teilgeiste, die widersprechen sich immer wieder auch und die gehen manchmal furchtbar auch aufeinander los. Es gibt in der Geschichte des Erkennens markante Ereignisse wie eben zum Beispiel die Kirche ringen musste, den wissenschaftlichen Geist bei sich auch beherbergen zu können. Beispiel eben ist jetzt die Erde der Mittelpunkt des Universums oder so, oder diese Fragen und das Zusammenkommen aber ist dann unter der Herrschaft des einen Geistes. Und darum müssen wir immer wieder auch ringen. Und das ist heute gar nicht einfach, nur schon aufgrund des Sprechens, aufgrund der Worte, die wir verwenden, nur schon aufgrund des Zielpublikums, an das wir uns wenden. Ich darf kurz ein Beispiel sagen, möchte wirklich nicht zu lange werden, aber an diesem Vortrag von Professor Dr. Peter G. Kirchschläger, ein bedeutendster Ethiker unserer Zeit, hat er dann gesagt, die künstliche Intelligenz, und das ist ja eines meiner Themen, auch sein, eines seiner Themen, die künstliche Intelligenz, die würde einem irgendwelche Dinge erzählen, die überhaupt nicht stimmen. Also die Sprache ist ein Riesenthema, aber eben auch die Inhalte dann zusätzlich noch. Und die künstliche Intelligenz, die würde dann einem irgendetwas vorschwärmen zum Beispiel oder einem Dinge eigentlich vorgaukeln, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Das sogenannte Halluzinieren, oder? Und dann kommt bei mir dann am Vortrag, musste ich dann schon fast den Kopf schütteln. Innerlich habe ich es gemacht, weil das haben wir unterdessen ja im Griff. Also ich baue GPTs und die halluzinieren jetzt wirklich nicht. Und die nennen ihnen auch die Quellen.
Also ich kann dann Beispiel noch kurz einblenden. Unentgeltliche Rechtspflege Kanton Luzern zum Beispiel erhalten Sie von meinem GPT wirklich verlässliche Informationen, oder? Und dann dachte ich dann, ja, und jetzt muss man noch mit, die, Entschuldigung, mit diesen doch technisch überholten Dingen noch einmal kommen. Aber es ist eben auch richtig, es ist eine Frage des Zielpublikums, oder? Wenn man es unter Fachleuten zu tun hat, dann ist mein Standpunkt sicher der richtige, aber dieser Vortrag fand vor einem Laienpublikum statt. Und dann muss man das natürlich auch sagen, muss auch warnen, oder? Achtung, also diese Maschine, die ist halt nicht besser, wenn man es ihr nicht genauer sagt, was man will, als bei einem Smalltalk und bei Menschen, die halt auch irgendwelche Dinge mal erzählen, gesponnene Dinge, Fantasien und so weiter auch. Das macht diese Maschine auch. Und das kann man letztlich nicht als Vorwurf erheben, aber man muss eben wissen, dass man dieser Maschine zuerst einmal sagen will, welche Folie man da eigentlich will. Soll es eine Folie einer wissenschaftlichen Auskunft sein oder was immer, oder? Aber das sind alles schon Fachdiskussionen und vor einem Laienpublikum muss das man jetzt warnen. Achtung, diese Maschine, die halluziniert, oder? Das jetzt mal zum technischen Rahmen. Aber mir geht es eigentlich da wirklich darum, diesen großen, eklatanten Mangel wirklich an ethischer Bildung. Auf der ganzen Welt anzuprangern, wirklich, also man muss sagen, das darf einfach nicht so weitergehen. Wir müssen die ethische Bildung vertiefen und das steht eigentlich an erster Stelle. Also einen zweiten Punkt muss ich auch noch sagen, bei der Schulbildung und zwar bereits in den ersten Jahren, oder? Es geht darum, dass man diese Gerätchen einfach einordnen kann, wie viel dass man davon für sich in Kauf nehmen will, bei den Kindern ihnen zumutet und so weiter. Alle diese Dinge hören Sie von Peter Kirchschläger. Und es geht darum, eben auch den Körper wieder mehr hineinzubringen, den Menschen als Körper, dass wir also den Menschen wieder als körperliches Gegenüber haben und nicht nur über diese Gerätchen, oder? Und dann den Menschen auch als Körper zulassen bei den Bedürfnissen von Bewegung, oder? Sitzen ist das neue Rauchen und so weiter ein ganz großes Thema bei uns und beim Tanz kommt eben der Körper auch wieder zum Zug. Und da möchte ich gerne einen kleinen Werbespot einfügen von dem, was ich eben bringen möchte. Ich hoffe, dass wir uns gegenseitig eben ein Fenster bieten können, wo wir darauf aufmerksam machen können, da gibt es wertvolle Wege, auf die wir eben Wert legen können, dass wir wieder zu diesem einen Geist kommen. Meine Geschichte beim Tanz ist so, das blieb natürlich nicht bei einem Schautanz oder auch nicht bei einem Paartanz, sondern es geht um einen inneren Tanz. Und dieser innere Tanz ist beschrieben worden, nicht als Tanz, aber als inneres Erleben von Pater Lassalle. Und zwar, er hat sich ja da auf den Weg gemacht, Zen kennenzulernen. Diese sehr strenge Disziplin einer inneren, einer Konzentration und einem Wahrnehmen eben vom Innen. Und da kommt er zur Erleuchtungserfahrung und das ist ein erster Kontakt mit dem einen Geist, oder? Das ist dieser eine Geist. Und da braucht es beim besten Fall 3 Jahre strenge klösterliche Disziplin bis zur ersten Erleuchtungserfahrung.
Und wie es dann dort weitergeht, finde ich jetzt sehr problematisch. Wir haben einen Weg, der das nur als Ausgangslage nimmt und man kommt nicht erst nach 3 Jahren in den Genuss dieser Erleuchtungserfahrung, sondern bereits innerhalb von einer Woche. Das ist das, was ich sehr gerne, das ist das Herzstück eigentlich von dem, was ich anbiete. Und da würde ich es sehr schätzen, wenn Sie da auch einen Hinweis machen könnten bei sich. Es ist das, was ich seit 1995 studiere und es ist eine sehr potente Technik, um wieder mit dem einen Geist sich zu verbinden und damit gerne mehr persönlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da gegenseitig auf diesem Weg unterstützen könnten. Ja, Thank you.